Achso, nur du hörst uns jetzt, ne? Hey there, is anybody out there? Liebe Kleinlangheimer, liebe Freunde des Kleinlangheimer Weinfestivals, ich freue mich so sehr, auch in 2020, dem Jahr, das von so vielen Absagen geprägt war, unser Weinfestival hier zu eröffnen. Für mich ist das dritte Juniwochenende mein Highlight im Jahr. Umso mehr freue ich mich heute, so ein ganz kleines bisschen Weinfestivalstimmung bei euch ins Wohnzimmer zu zaubern. Heute, da stand ich vor dem Rathaus und durfte noch ein paar Last-Minute-Weinpakete verkaufen. Und dabei habe ich mich so gefreut über die Menschen, die sich so sehr auf heute Abend gefreut haben, die darauf hingefiebert haben. Und letzten Endes hat es mich auch erleichtert, weil ich jetzt weiß, dass da echte Menschen vor dem Bildschirm sitzen. Jetzt möchte ich mal, dass ihr einen kleinen Selbstversuch macht. Ihr sitzt wahrscheinlich gerade im Wohnzimmer auf der Couch oder vielleicht auch auf der Terrasse. Und ich möchte, dass ihr jetzt alles um euch herum mal vergesst und euch vorstellt, dass ihr auf unserem Weinfestplatz steht. Und zwar steht ihr da gerade gemütlich an der Weininsel, habt euch gerade einen Schoppen bestellt, habt den jetzt gerade auch in der Hand und stoßt mit einem lieben Menschen an. Und genau das dürft ihr natürlich jetzt auch daheim machen. Lasst mal die Gläser klingen mit dem oder derjenigen, die gerade neben euch sitzt. Jetzt schweift euer Blick langsam über den Platz. Vom Pizzastand, da erreicht euch ein so guter Geruch. Danach seht ihr Kinder mit einem Eis am Getränkestand und auch die Bratwurst, die die Leute am Stand dahinter in der Hand haben, sieht einfach so gut aus. Dann kommt die Bar. Unter vielen bunten, flackernden Lichtern seht ihr Menschen, die gemeinsam Cocktails schlürfen. Und dann kommt das Hauptteil. Nämlich die vielen Biertischgarnituren, die gefüllt sind mit Menschen, die an diesem Abend einfach mal das Leben feiern wollen. Dahinter erblickt ihr dann unsere riesige Bühne, wo gerade die Vorbereitungen laufen für den Main Act, nämlich für Donny Vox. Euer Blick, der schweift weiter nach rechts und bleibt an der Shisha-Bar hängen. Auch dort sitzen die Leute gemütlich zusammen. Weiter geht's dann zum Weingärtler, in dem an gemütlichen runden Tischen, eingezäunt von einem Gartenzaun voller Lampignons, der ein oder andere Wein zusammen genossen wird. Schließlich dreht ihr euch noch weiter nach rechts und erblickt jetzt diesen großen Würfel voller Kissen. Da lümmeln die ein oder anderen Jugendlichen drin und dahinter erblickt ihr dann diese schöne Lounge unter diesem Sonnensegel, das so schön immer von Scheinwerfern angestrahlt wird. Dahinter erspäht ihr dann so eine lange Schlange, die im Kassenhäuschen endet und ihr seht immer wieder Menschen, die damit so kleinen weißen Bildchen rauskommen. Das ist natürlich unsere Fotobox. Weiter geht der Blick nach rechts und ihr seht den Stand, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Von dem strömt euch schon so ein herrlicher Kaffeeduft entgegen. Jetzt inzwischen habt ihr euch genau einmal im Kreis gedreht auf dem schönsten Weinfestival, das man sich nur vorstellen kann. Wo überall helfende Hände sind, alle an einem Strang ziehen und alle gemeinsam feiern können. Dass wir nun im Moment nicht zusammen an der Weininsel stehen können, keine Pizza teilen können und auch nicht zu späterer Stunde gemeinsam auf den Biertischen tanzen können, daran wollen wir heute einfach nicht denken. Denn gerade sitzen wir mit all den Menschen, die sonst in der Lounge, im Weingärtler, in der Shisha-Bar oder auch auf den Biertischgarnituren sitzen, zusammen im Wohnzimmer. Und zwar verbunden durch unser Weinfestival.
Und das wollen wir heute zusammen mit euch feiern. Und da dürfen natürlich gute Weine nicht fehlen. Und die habt ihr euch natürlich, hoffentlich, in Form unserer Weinpakete schon zugelegt. In diesem Sinne, das Leben ist einfach viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Sehr zum Wohl. Woher diese guten Weine kommen, die wir gleich probieren können, das verrate ich euch. Die kommen nämlich einmal aus Großlangheim, und zwar vom Patrizierhof. Ja, hallo. Das war Prost. Prost. Ja, mein Name ist Björn Gretner vom Patrizierhof in Großlangheim. Wir haben einen Gasthof und ein Hotel mit Weinbaubetrieb in Großlangheim. Momentan geht es ja wieder aufwärts. Festle dauert noch ein bisschen, aber wir geben unser Bestes. Und heute wünschen wir uns einen schönen Abend zusammen. Ich denke, wir werden es machen. Ne? Bin mir auch nicht sicher. Ja, geht davon aus. Wir machen eine kleine Reise von Großlangheim weg, und zwar bis nach Rödelsee. Und da ist der Tobi da vom Weingut Hemberger. Ja, hallo. Auch ich stoße erstmal mit der Weinprinzessin an. Zum Wohl. Prost, Björn. Ich bin der Tobias Hemberger vom Weingut Hemberger aus Rödelsee. Unser Betrieb liegt leicht außerhalb von Rödelsee, zwischen Rödelsee und Iphofen. Uns gibt es seit Anfang der 80er Jahre und ich bin jetzt die zweite Generation. Meine Eltern haben es aufgebaut und seit 2015 haben sie mir das Vertrauen geschenkt, die Weine auszubauen. Also ich bin jetzt der Kellermeister und darf sozusagen die Weine ausbauen, wie ich es gern mag. Und ja, es freut mich sehr, hier heute auch dabei zu sein mit der Julia, mit Björn, mit Donny, weil genau das ist, was unserer Gesellschaft gerade auch ein bisschen fehlt, dieses Zusammenstehen, das Kulinarische, also auch wenn wir jetzt nicht zusammenstehen können, es ist einfach Wein, Essen und Musik, das bringt unsere Gesellschaft zusammen und das macht uns auch Mut und wie gesagt, das soll es auch machen für die nächsten Zeit. Und ja, ich wünsche uns jetzt einen schönen Abend heute. Vielen Dank, ihr zwei. Ich darf jetzt ganz kurz mal sagen, wie das Ganze heute ablaufen wird, damit ihr euch natürlich die Weine rechtzeitig schon zur Hand stellen könnt. Und zwar machen wir praktisch heute eine Weinprobe in eine musikalische Einlage integriert. Also der Donny Vox wird für uns spielen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns drauf. Und in verschiedenen Runden werden wir dann jeweils einen Wein vom Patrizierhof und einen Wein vom Weingut Hemberger mit euch verkosten. Was ich an diesem Punkt auf jeden Fall noch sagen möchte, ist die Position vom Donny Vox als Musiker in dieser Zeit. Das ist nicht leicht, wir haben es vorhin gehört. Und wir möchten uns da ganz klar für aussprechen, den Donny Vox zu unterstützen. Und aufgrund dessen findet ihr auf unserer Homepage einen Spendenknopf, auf den ihr klicken könnt. Da kann man per PayPal und per Kreditkarte spenden. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen virtuellen Hut ordentlich nutzen würdet. Genau. Wir hoffen jetzt, dass euer Wein schon kalt steht, denn nach der ersten Runde Musik von Donny Vox beginnen wir mit dem Silvaner vom Patrizierhof und der Scheurebe vom Weingut Hemberger. So, hello, Klein Langheim. Yeah, yeah. Rock and roll from the couch. You know, Wein mit ohne Musik is just alcoholism. Now, it's good to be here. So, thank you, Klein Langheim. I start with the Eigenes Lied. This is called Someday You're Gonna Need Someone. All alone in loneliness, but that don't need to be. When you think that your life's a mess, you just gotta call on me. Open up that battle heart, there's a risk that you'll get hurt. Like a garden, baby, gonna have to dig some dirt. Your stress, I must confess, is just a state of mind. You're searching for your happiness. How can you be so blind? Someday you're gonna need somebody.
someday gonna need somebody to catch you when you fall like I do. Today's the day that I need you. I don't claim to be an Einstein, I'm not saying nothing new. I don't care if E equals MC squared, I wanna spend my time with you. Let go if you don't know what it's like to live in a world where someone cares and there's always more to give. Get more than you bargain for, but you have to take that chance. You have to turn the music on before anyone will dance. Someday you're gonna need somebody. Someday you're gonna need somebody. It's the day that I need you. Someday gonna need somebody to catch you when you fall like I do. Today's the day that I need you. Someday gonna need somebody. Yeah, someday gonna need somebody to catch you when you fall like I do. Today's the day that I need you. Is that an adding your sleep? Okay, so. A song by the Eagles. Just another tequila sunrise, stirring slowly across the sky. Days go by. He was just a hired hand, working on a dream he planned to try. Days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from calling on. Been so long. Yeah, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. Never afraid.
Tequila Sunrise. Thank you. All right. Vielen Dank. For your country fans. So, let's see. I guess I play one more, right? And then one more. Okay. We're going to play 10 minutes, and then we have a speech, and then another 20 minutes, and then we have a speech, and then I play. The song I did yesterday at the protest. It's by Bob Marley. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Woke up this morning, smile to the rising sun. Three little birds all on my doorstep, singing sweet songs with the melody short and true. Singing, this is my message to you. Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Woke up this morning, smiled to the rising sun. Three little birds all on my doorstep, singing sweet songs with the melody short and true. Oh, this is my message to you. So don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Baby, don't. So, we're going to have another speech. Ich komme gleich wieder. Okay.
schön. Vielen Dank für die mega coole musikalische Einstimmung. Bei mir kam schon so richtiges Weinfestival-Feeling auf. Und jetzt merkt ihr, wie wir das gemeint haben mit dem Wechsel. Wir werden jetzt zwei verschiedene Weine verkosten. Einmal aus Großlangheim und einmal aus Rödelsee. Und ich würde dich, lieber Björn, mal bitten anzufangen. Du hast uns was richtig typisch Fränkisches mitgebracht. Ja, das ist unser Basis-Silvaner. Silvaner ist ja in Franken unsere Leitrebsorte. Die Sorte, mit der sich der fränkische Winzer im Besonderen identifiziert. Mittlerweile sind wir im 361. Jahr nachweislich Anbau Silvaner in Franken. Und das ist die Sorte, wo wir uns profilieren, brillieren und besonderen Wert drauf legen. Das ist jetzt Basis Silvaner bei uns im Betrieb, Einstiegswein. Was nicht heißt, dass der in zwei, drei Jahren nichts mehr trinkbar ist, sondern wir legen da die Messlatte eigentlich relativ hoch, sagen in der Basis. Es muss mindestens 5 Jahre, wenn es mal Fläschle oder Kartüngle, es muss ja eine gleiche Palette sein, im Keller vergessen hast, ne? Die dann rausholst und dann immer noch optimal trinken kannst. Die vielleicht ein bisschen an Frische einbüßt, aber nicht an Qualität, an Aroma einbüßt. Das ist jetzt bei dem Silvaner typisch, dass man da diese Birne, die man oft beim Silvaner hat, ein bisschen Heu, Apfel, vielleicht sogar ein bisschen was Exotisches hat. Und worauf ich besonders Wert lege, dass der halt vom Alkoholgehalt moderat ist, dass wir jetzt bei 12 Volumenprozent. Wir haben ein eigenes Gasthaus, da wird dann auch Sonntagmittag mal das eine oder andere Schlückle getrunken, am besten 2 Schoppen statt 1 Schoppen. Und da ist Alkoholwert natürlich ausschlaggebend. Ne? Wenn man dann einen Wein hat mit 13, 13,5 Volumenprozent, geht halt nicht so viel wie mit einem Wein, der 12 hat. Und soll trotzdem mit dem Essen harmonieren und einfach passen. Passt zu leichten Speisen, solo. Jetzt. Zum Wohl. Ich hoffe, daheim schmeckt es auch. Dahin ist ein bisschen leer, ne? Da trinkt sie es ein bisschen allein, aber das kriege ich mir schon alles, ne? Recht. Alles klar, dann würde ich weiter nach Rödelsee geben. Und zwar hat uns der Tobi eine Scheurebe mitgebracht. Und vielleicht kannst du ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe erstmal für dich einen kleinen Schluck Vielen auch. Vielen Dank. Du darfst ja beide Weine probieren. Also ja, ich habe jetzt sozusagen ein kleines Gegenteil vom Silvaner. Und zwar ist das jetzt eine Scheurebe Feinherb, hat eine leichte Restsüße. Und Scheurebe ist im Gegensatz zum Silvaner halt eher geprägt von der Aromatik. Also wirklich sehr, wenn man reinriecht, sehr, sehr duftig, eher so Johannisbeeraromen. Aber wirklich ist einfach eine Aromarebsorte und das macht sie auch wirklich stark. Wenn man jetzt probiert, sie hat jetzt 13 Gramm Restzucker ungefähr. Das ist in dem feinherben Bereich. Das macht sie richtig schön saftig. Kommen richtig viel rüber, die bleibt lang auf der Zunge hängen, ist genauso wie beim Björn, also das ist bei uns Gutswein, das ist Einstiegsbereich, da steht eher die Frucht, die Saftigkeit im Vordergrund und der Trinkfluss. Die hat jetzt 11,5 Volumenprozent, wirklich, die soll nicht alkoholisch, diese Einstiegsweine sollen nicht alkoholisch sein, sondern wirklich, da soll Trinkfluss im Vordergrund stehen, da soll wirklich, der soll Spaß machen und man soll eher zwei als einen Schoppen trinken. Genau, ja, ist jetzt bei uns aus der Lage Rödelsheer Schwanleide und Rödelsheer Küchenmeister. Das ist, wie gesagt, Gutswein, da stehen keine Lagen mit drauf. Ist gemischt, die sind zeitgleich gelesen worden und zusammen vergoren worden, aber aus zwei unterschiedlichen Lagen. Und deswegen also nur Scheurebe auf dem Etikett. Genau. Jo, auch bei dir. Oder? Prost. Zum Wohl. Ich würde sagen, wenn Sie sich zu Hause auch schon mal durch die Weine jetzt durchprobiert haben, dann müssen Sie damit jetzt noch gar nicht aufhören, weil wir machen ja sowieso weiter mit der Musik. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt gemütlich zurücklehnen und noch beide Weine gemütlich fertig verkosten. All right, I'm back.
you're going to. Play a little blues. How's that sound? Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. You since been with other women, you're taking money from someone else. Called your mama 3 or 4 nights ago. I called your mama 3 or 4 nights ago. Now your mama said, son, don't call out here no more. Well, before you accuse me, take a look at yourself. Taking money from someone else. That's right. Taking money from someone else.
Eric Clapton. Yep. Turn the guitar down. Okay. I get a little carried away sometimes. Here's another Agnes lead. Well, I fell in love with you, but now you're gone. Though you tell me that we're through, I'll carry on. And you say we can't bring back yesterday, but I'm gonna love you anyway. Well, this love for me will never end, 'cause I can't face a broken heart again. And I'm just not prepared to say goodbye, so I'll pretend that you're still here by my side. Well, I'm gonna love you anyway, and if you say you don't care, that's okay. Yeah, I got my memories, the only thing I need, I must say, I'm gonna love you anyway. Tell me that we're through, I'll carry on. And you say we can't bring back yesterday, but I'm gonna love you anyway. Yes, I'm gonna love you anyway. And I hope that you come back to me someday. No good to beg you, please. I don't want you to change for me. You don't have to stay, but I'm gonna love you anyway. Yes, I'm gonna love you anyway. Yes, I'm gonna love you anyway. Yes, I'm I'm gonna love you anyway. I love you. Okay. A song I like to do, this is by John Cougar Mellencamp. You know where melons go for the summer? They go to John Cougar's Mellencamp. Great songwriter. Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog outside the taste of freedom.
Diane's got her hands on his lap. He's got his hand between her knees. Well, take a seat now, let's run out behind the shady tree. Pull out them Bobby Brooks slacks and me do what I please. And Jack said, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say the life goes on long after the thrill of living is gone. I walked on. Jackie sits back, collects his thoughts for a moment, scratches his head and does his best James Dean. Well now, Jackie man, I'm gonna run off to the city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie says, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say the life goes on long after the thrill of living is gone. Oh, let it rock, let it roll, let the Bible Belt come and save my soul. Hold on to 16 as long as you can. Changes come around, we'll soon make you swimming in men. Long after the thrill of living is gone. Oh yeah, they say the life goes on long after the thrill of living is gone. Little did it about Jack and Diane, two American kids doing the best they can. One more. Okay, all right. One more song, and then we take a little break again. So, what we got? How about I have a song by Journey. We like Journey, but not that one yet. We got the one Princess' favorite song, but this is another Journey song. She loves to sing, she loves everything. She loves to move, she loves to groove. All of the loving things. All night, all night, all every night. So hold tight, hold tight. Oh baby, hold tight. I never knew what good love could do. Then we touched, then we sang. Oh, all the loving things. All night, all night, all every night. So hold tight, hold tight. Oh, baby, hold tight. Oh, she said, any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it.
Journey. So, ich komme gleich wieder. Nochmal. Kurzer Breakdown. Müssen wir alle anfangen, Björn. In der Nachrichtenzentrale. Aber ich darf den nächsten Wein ansagen. Mich hört man. Ich darf den nächsten Wein ansagen. Ist am Anfang gleich die Frage gekommen, also die Flaschen werden schon ein bisschen leerer. Also wir fangen mit relativ halben Flaschen an, oder? Wie schaut es bei dir aus? Ja, ist das gleiche ja. Problem. Geil, also es wird besser. Wird besser, ne? Ich habe jetzt bei uns die Anna-Maria Kunzmann, unseren Blanc de Noir, Jahrgang 2017 mitgebracht. Blanc de Noir ist die Machart, es heißt nichts anderes, also es ist aus dem Französischen, Blanc de Noir, weiß von schwarz und bedeutet weißer Wein von schwarzen Trauben, also Weißwein von Rotweintrauben. In dem Fall, also bei uns ist es 100% blaufränkisch. Den wir hell quittiert haben, wird ausgebaut wie ein Weißwein, so dass er möglichst wenig Farbe hat. Das sieht man jetzt dann ja im Glas. Daheim sieht man es natürlich auch. Ne? Und der trägt bei uns den Namen Anna-Maria Kunzmann. Anna-Maria Kunzmann ist einfach mit der Geschichte von Patrizio verbunden. Hi. Hi. Ich habe dir trotzdem zugehört. Willst du mir weiter zuhören? Ja, gerne. Dann erzähle ich weiter. Anna-Maria Kunzmann war damals die Frau vom Erbauer vom Patrizierhof 1738 und ist bei uns in einer Stuckdecken verewigt mit einer Büste. Und da haben wir gedacht, alles, was jetzt nicht so typisch fränkisch ist, das nehmen wir in die Edition Kunzmann ein. Also heißt Sekko, Sekt, Blanc de Noir, Rotwein Cuvées. Und geben dem Ganzen einen Namen, was dem Patrizierhof würdig ist. Und das ist in dem Fall die Frau Anna-Maria Kunzmann, ein Blanc de Noir vom Blaufränkisch, den wir dann später noch in Rot kennenlernen. Und zum Wohl. Prost. Prost. Ach, du willst da was, ne? Also da bin ich eigennützig. Björn. Einmal kurz den Faden verloren. Ja gut, und von uns gibt es jetzt einen Riesling trocken, das ist jetzt bei uns wieder Gutswein. Riesling ist ja sozusagen die meist angebauteste Rebsorte in Deutschland, in Franken ist es natürlich der Silvaner. Deutschland ist zu 25% bestockt mit Riesling und wächst halt vor allem in warmen Lagen. Bei uns ist das wirklich auch eine extrem steile Lage Richtung Südwesten geöffnet. Ist in der Rölzeer Schwanleide. Der Wein wird dann nicht zu vollreif gelesen, also so bei 90 Öxle, wird spontan vergoren mit wilden Hefen, das heißt, da kommt keine Reinzuchthefe mit rein. Der gärt auch teilweise 3 bis 5 Monate, also der hat jetzt 4 Monate gegoren, kommt im Februar dann auf die Flasche. Man merkt noch, wenn man ihn probiert, also vom Riechen her, Riesling hat viel so Aprikose, Pfirsichnoten, und das spiegelt sich auch im Mund wieder. Beim Riesling ist es natürlich auch so, Riesling ist eine Rebsorte, wo 1 bis 1,5 Gramm mehr Säure hat, wo von der Säure auch lebt. Und das macht ihn, ja, wie ich finde, immer sehr, sehr lebendig. Was man bei unserem Gutsweinriesling auch schön merkt, diese lange Gärdauer, man hat noch wirklich viel Kohlensäure von der Gärung mit im Glas, mit auf der Zunge, die prickelt so ganz leicht. Und das finde ich wunderschön, weil es auch wieder hier die Saftigkeit steht im Vordergrund. Der Wein macht Spaß.
Er bleibt lang auf der Zunge erhalten und das soll auch wirklich, die Weine sollen das immer haben. Ja, dann wieder zum Wohl. Ach so, auch du hast von mir keinen Schluck bekommen. Seid ihr beide gleich. Dankeschön. Hauptsache wir haben was, ne? Ja, Donny, dann erstmal auf dich auch. Vielen Dank für die wunderbare Musik. Vielen Dank, dass du spielst. Echt geil. Und ja, euch auch viel Spaß jetzt weiterhin bei dem Weinfestival. In der Corona-Zeit, ich war arbeiten zweite Mal in der Weinfeld. Ja, das war schwierig Arbeit. Ja. Du weißt es nicht, was es geht in ein Glas Wein. Hard work. It's good for you. Okay. Das ist ein schönes Lied von John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living life in you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people living. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. John Lennon, Imagine. It's by Bob Seger. Little too tall, live a few pounds. High pants point, hollering out.
She was back at dinner with big dark eyes. Once all her own, sitting way high. Way up firm and high. Up past the cornfields when the winds got heavy. Out in the backseat of my sector Chevy. Working on mysteries without any clues. Yeah, working on the night moves. Trying to lose those hardcore driving blues. Working on the night moves. In the summertime. In the sweet summertime, summertime, yeah. We weren't in love, oh no, far from it. We weren't searching for no high in the sky summit. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could. In the back room, alley, or trust the wood. I use her, she's me, but neither one cares. You getting our share. Working on the night moves. Trying to lose those awkward teenage blues. Working on the night moves. In the summertime. In the sweet summertime. Summertime, felt the lightning. I was waiting on the thunder. Yeah. I was waiting on the thunder. Yeah. I woke last night to the sound of thunder. How far off I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves? When you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves. With autumn closing in. Seeger, Night Moves.
So, this is one by the Stray Cats. On a fence, ain't got enough dough to pay the rent. I'm flat broke, but I don't care. I strut right by with my tail in the air. Stray cat, strut. I'm a free cat. I'm a slinking Casanova. Hey man, what's that? Get a stew thrown out from a meal. My dinner from a garbage can. Yeah, don't cross my bed, man. By Jim Croce. On the south side of Chicago, in the baddest part of town, and if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, what a trouble. You see, you stand about 6 foot tall. All the downtown ladies calling treats off lover, all the men just calling sir. And he's bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town, better than Uncle
cone, meaner than a junkyard dog. Now Leroy, he's a gambler, and he likes his fancy clothes, and he likes to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental, he got a Eldorado too. He got a 32 gun in his pocket full of fun. He got a razor in his shoe. He's bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Better than Uncle Kong, meaner than a junkyard dog. But now Friday, about a week ago, Leroy shooting dice, and at the edge of the bar sat a girl in the doors. And oh, that girl looked nice. But he kept his eyes upon her, and the trouble soon began. Leroy Brown learned a mess by the mess with the wife of a jealous man. And he's bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong, meaner than a junkyard dog. But the two men took to fighting, and when they pulled them from the floor, Leroy looked like a jigsaw puzzle with a couple of pieces gone. And he's bad, bad Leroy Brown, baddest man in the whole damn town. Better than Uncle King Kong, meaner than a junkyard dog. Well, he's better than old King Kong, meaner than a junkyard dog. Well, he's better than old King Kong, meaner than a junkyard dog. Bad, bad Leroy Brown. Yeah, thank you very much. So, should I keep playing? One more song. Not my lead. See, in America, we call you guys the Peanut Gallery. Hast du ein Liedwunsch? Who? What? Marty and Kim. Hello. Let's see what we got here. Here's a song I haven't played in a while. Is anybody? Today is gonna be the day when they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my
By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I feel about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Because maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Okay, another short kleine Pause, and ich komme gleich wieder in 10 Minuten oder so. Ja, okay, kleine Pause. Short break. So, da sind wir wieder. Als vorhin der Ton mal ganz kurz weg war, da habt ihr was ganz Wichtiges verpasst. Und zwar hat Donny Vox eine neue CD aufgenommen. Die wird im Moment noch gebrannt, ist aber bald erhältlich. Die heißt Lion's Dawn. Und ich würde sagen, wenn das jetzt gerade nicht Lust auf diese CD gemacht hat, dann weiß ich es auch nicht. Und jetzt wollen wir mit unserer dritten Weinproberunde weitermachen. Und da haben wir auch zwei Weine, auf die ich mich schon total freue. Und ich würde dich bitten, Björn, einmal anzufangen. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe der dritte Wein von mir ist ein Blaufränkisch vom Großlangheimer Killernsberg, wie die anderen beiden Weine auch. Das ist jetzt quasi der Vorgänger, nur als Rotwein ausgebaut. Der ist klassisch, traditionell im Rotweinverfahren ausgebaut. Das heißt, die Trauben wurden entbehrt, also die Beeren wurden vom Stielgerüst gelöst, wurden eingemaischt, wurden in Behältern vergoren und dadurch entsteht quasi die Rotweinfarbe und bekommt man dann Rotwein davon. Dann war er noch zwei Jahre im Holzfass und jetzt haben wir das ganze Produkt im Glas. Selbst bei sommerlichen Temperaturen im Schatten kann man das gut genießen. Meist mal Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Erinnert ein bisschen an Weihnachten, ein bisschen Anis, ein bisschen Sternanis. Von der Säure her sehr verträglich. Gerade die mit der Säure ein bisschen Probleme haben. Und das ist ein Wein für die nächsten, sagen wir jetzt mal 20 Jahre. Also wir haben jetzt da Jahrgang 2016, muss selber drauf schauen. Man hört ja immer älter. Und ich sag mal, kann man lang genießen, vor allem heute Abend. Ich gebe weiter. Genau, Tobi, du hast uns einen Kerner mitgebracht. Genau, ja. Ich habe jetzt von uns unseren süßesten Wein sozusagen mitgebracht. Also ist auch für dich einen kleinen Schluck schon mal. Dankeschön. Ist jetzt unser Kerner aus der Rülzer Schwanleide. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Für die, wo es nicht dabei haben, weil wie gesagt, der ist jetzt im Profi-Paket, nicht im Standard-Paket. Dabei. Ist für uns, früher war das immer die Kerner Spätlese, mittlerweile machen wir alles nur noch als QBA, was für uns einfach den Vorzug hat. Wir wollen wirklich den Fokus legen auf den Wein, den wir hier haben. Das soll jetzt nicht mehr Spätlese stehen, sondern da steht nur noch Kerner. Kerner ist für uns wirklich auch
schon immer da gewesen, war schon immer irgendwo spannend, ist in Franken leider ein bisschen zurückgehend durch mehr Silvaneranbau, mehr Scheurebe, aromatische Rebsorten, was aber auch der Kärner hat. Also der Kärner ist ein Kind vom Riesling, hat auch ein bisschen mehr Säure, was ihm aber unglaublich gut steht. Also wenn man reinriecht, sehr, sehr duftig wieder, ein bisschen blumig in die Richtung. Und wenn man probiert, er hat einfach... hat einfach wieder das Gleiche, also dieses blumige Spiel mit einer unglaublichen Süße, der hat jetzt so 25 Gramm Restzucker, was aber nicht, ich sage jetzt mal, so pappig, so klebrig rüberkommt, so richtig übertrieben restsüß, sondern er hat einfach durch die Säurestruktur unglaublich Spiel, hat unglaublich langanhaltende Aromen auf der Zunge, was unglaublich Spaß macht und in einem Bereich, also der Wein, der wird einfach, der bleibt 9 Monate auch auf der Hefe liegen, damit auch ein bisschen Kräftigkeit, ein bisschen Schmelz mit übergeht von der Hefe, was auf der er liegt. Der ist im Edelstahl vergoren wieder und die Restsüße entsteht einfach dadurch, dass der während der Gärung, während der ganz normalen Traubengärung angehalten wird. Das heißt, dass wir den Wein ganz normal auch wieder hier spontan vergären mit wilden Hefen, die auf der Bärenhaut sitzen. Und der vergärt dann im Tank und wenn wir dann sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, dann kühlen wir den Tank runter. Dadurch nimmt, wie bei anderen Backaktivitäten, die Hefeaktivität ab und der Wein bleibt sozusagen bei der Restsüße stehen. Also der hatte zu 25 Gramm Restzucker, was wir als sehr, sehr schön empfinden mit der Säure. Und da wollten wir auch den Wein endgültig haben und so ist er dann auch auf die Flasche gekommen. Ja, und ich hoffe, dass es euch auch Spaß macht, dass es die, wo den Wein auch haben im Profi-Paket, auch wirklich Spaß dran haben. Für die, wo es im Standard-Paket vielleicht nicht hatten, es lohnt sich immer, die Weine auch nachzukaufen, beim Björn oder bei uns und nochmal nachzuverkosten. Es macht mega Spaß. Franken hat so viele verschiedene gute Weine und gerade auch am Schwamberg mit dem Gipskäuper, da wachsen so schöne Weine. Probiert sie, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Prost. 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 Ich glaube es gar nicht, aber jetzt ist es irgendwie schon soweit. Wir sind schon am Ende unserer Weinprobe angekommen. Aber Achtung, nur am Ende der Weinprobe. Das heißt, Donny Vox wird noch weiter für uns musizieren und darauf freuen wir uns auch total. Das heißt, noch nicht abschalten jetzt. Vielen Dank, dass ihr mit uns unser Weinfestival 2020 gefeiert habt. Es war irgendwie anders, aber sowas von wunderschön. Man hat richtig gespürt, dass wir an dem Weinfestabend alle zusammen waren. Zum Schluss, da steht ein riesengroßes Dankeschön. Denn auch dieses Weinfestival in der Wohnzimmeredition hat so viele Helfer gebraucht. Zunächst möchte ich mich bedanken bei unseren beiden Werbepartnern. Das ist einmal HC24 und Parkett und mehr. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Dann geht natürlich auch ein riesengroßer Dank an den Hausherrn. Vielen Dank, lieber Bernd, dass wir bei dir sein konnten. Dankeschön. Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an die Musik. Lieber Donny, vielen Dank, dass du für uns gespielt hast. Wir haben uns wirklich wie auf dem Weinfestival gefühlt. Und jetzt auch das, was ihr hier seht und was ihr hört, das ist natürlich vom Jonas von der Webagentur 302, der euch den tollen Stream produziert hat. Und jetzt auch ein Dankeschön an die beiden Personen, die ihr hier sehen könnt. Einmal an dich, Björn, vom Patrizierhof. Vielen Dank, dass du da warst. Und auch an dich, Tobi, vom Weingut Hemberger. Gerne. Jetzt noch ein Dankeschön an den lieben Mario. Mario, du hast jetzt alles möglich gemacht in den letzten Tagen. Vielen Dank, dass du da warst. Die wunderschönen Blumen hier auf dem Tisch, die stammen von der lieben Kerstin, also von Sarasina Deko. Und wer mal Blumen für einen Anlass braucht, ihr seht ja, die sind wirklich wunderschön. Und last but not least schicken wir ganz liebe Grüße an unseren Weinfestvorstand, an den besten Weinfestvorstand, den es gibt, nämlich an dich, Marco. Schön, dass du auch zugeguckt hast. Ich hoffe, du bist stolz auf uns. Und vielen Dank, dass du es alles organisiert hast. Und jetzt freuen wir uns noch auf die kommende Musik von Donny Vox. Also noch nicht abschalten. Und worauf wir uns auch total freuen, das ist das Jahr 2021. Und zwar vor allem auf das dritte Juniwochenende. Und dann können wir uns hoffentlich wieder in echt an der Weininsel treffen und unseren Blick übers Weinfestival schweifen lassen. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao.
Prost. 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 Und fleißig spenden, ne? Danke, Julia. I guess it's time for the Wine Princess's favorite song. And this is yeah, and this is also my Shotzi's favorite song. Maybe they can get up here in the front and dance. While I can still do this. Okay. I'm getting old. Share the night.
Yeah, Journey. Great song. Don't stop believing, whatever you do. This song by The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, the time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try to we could only lose. And love would come a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, time to wallow in the mire. Trying to we could only lose. And love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
some Beatles. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find that thing that you do will make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So while I love to come home, cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, and you're holding me tight. Right, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. Song by, Peter Green, actually, for you music aficionados. Got a black magic woman, got a black magic woman. I got a black magic woman, got me so blind I can't see. She's a black magic woman, trying to make a devil out of me. Turn your back on me, baby, yeah. Turn your back on me, baby. Back on me, baby. Got my mind playing such tricks. She's a black magic woman. I'm gonna have to pull out my magic sticks. Come on. Thank you.
a spell on me, baby. You cast a spell on me, baby. You cast a spell on me, baby. Turning my heart into stone. Yeah, I need you so bad. My black magic woman can't leave you alone. Donny, die Weinfestgemeinschaft wünscht sich von CCR Proud Mary. Okay, I can do that. Can you do that? Sure, right now. There we go. Das ist ein Liedwunsch von dem Publikum on the TV. A good job in the city, working for the man every night and day. But I never lost a minute of sleeping, worried about the way things might happen. Big wheels keep on turning.
let's see how low you can go. Like this. I said rolling, rolling, rolling on the river. I said rolling, rolling, rolling on the river. Yeah. Pretty low. But we stay up in the middle, like this. Was it rolling, rolling, rolling on the river, yeah. Was it rolling, rolling, rolling on the river, yeah, yeah. And then you get real high. Tina Turner, check it out. What's that rolling, rolling, rolling on the river, baby, yeah, yeah. What's that rolling, rolling, rolling on the river, yeah, yeah, yeah. What's that rolling? Not Change the World. Oh, that's a beautiful song. I love that song. What do you do when you get lonely? No one's waiting by your side. You've been running hard and not too long. You know it's just your foolish pride. Layla, you got me on my knees, Layla. I beg you, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my word line? Try to give you conversation, 'cause your man had let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my world upside down, Layla. You got me on my knees, Layla. Beg your darling, please, Layla. Darling, won't you ease my word, mine? Make the best of the situation before I finally go insane. Please don't say we'll never find a way. You tell me all my love's in vain, Layla. Got me on my knees, Layla. Beg you, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my word, mine? Layla, got me on my knees, Layla. Beg you, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my word, mine? Thank you.
got me on my knees, Layla. Beg you, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my word, mind, Layla. You got me on my knees, Layla. I beg you, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, mind? Layla. Donnie? Yeah, Donnie, thank you very much. Donnie, we have two other wishes. Uh-oh, we got two other wishes. Okay. Something off. They're coming in hot and fast now, folks. Something Floyd, if possible, and Floyd. Summer of 69. And please say hi to Marty. What else? Say hi to Marty. What? Say hi to Marty. Oh, say hi. Hi, Marty. Say hi to Marty. Hi, Marty. I guess I'll save the Pink Floyd for last, because that's, you know. It's really, after that song, it's all downhill, I guess, but. Okay. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. Jimmy quit, Jody got married. Should've known you'd never get far. Oh, and when I look back now, that summer seemed to last forever. Oh, and when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. We'll be right back.
Yeah, Summer 69. That's a perfect Winefest song. Vielen Dank. Okay, I'm gonna try this next one. This is by the Doobie Brothers. Well, I built me a raft and she's ready for float. On Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping that paddle wheel pump. Black water keep rolling on down just the same. Oh, black water keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining? Oh, black water. Keep on rolling, Mississippi moon, won't you keep on shining? Oh, black water, keep on rolling, Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Well, keep on shining your light, gonna make everything pretty, mama, gonna make everything alright. And I ain't got no worry, 'cause I ain't in no hurry at all. Well, if it rains, I don't care, don't make no difference to me. Just take that streetcar that's going uptown. I like to hear some funky Dixieland, go dance on a honky tonk. I'll be buying everybody drinks on top. Oh, black water, keep on rolling, Mississippi moon, won't you keep on shining? Oh, black water, keep on rolling, Mississippi moon, won't you keep on shining? Oh, black water, keep on rolling, Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light, gonna make everything pretty, mama, gonna make everything alright. We'll be right back.
wish. Donnie, we have another wish. There's another wish, Hotel California. If possible. Okay. This is probably the Eagles' biggest hit. Don Henley recently had a really interesting thing on, well, I saw it on YouTube, but he was talking about streaming and how artists are really suffering right now. And he's not suffering that much, I suppose. He can't play live, and that's bad, but he got enough money to last 10 lifetimes, I suppose. Talented guy. Prisoners here of our own
chambers, they gather for their feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. Had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. You guys are a little bit busy talking and you missed the end, but it's okay. No, it's okay. I guess I got time for one more song. Yeah, does that sound good? I gotta tell you, this place I'm in, it's like a home theater for the people out there watching. It's incredible. It's like in an old barn, and it's like you walked into, you know, the Grauman's Chinese Theater or something, except they don't have Chinese food here. But I love Chinese food, don't get me wrong. But they don't have it here. They're gonna have pizza later. That's a real nice. 150 people watching. Really, 150 people. Hey, 150 people. Thank you. But yeah, it was a lot of fun. Thank you so much. I'm always grateful, really. You know, you gotta be. Gratitude. So, one more song. It seems to be everybody's favorite. Wir wollen uns jetzt schon mal im Namen von Donny bedanken für eure tollen Spenden. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören, Zuschauen. And many thanks to Marty and Kim in the USA and for your donation. Thank you very much. Enjoy the last song. That's my shanti. Give till it hurts. Here we go.
across the ocean, leaving just a memory. A snapshot in a family album. Daddy, what else did you leave for me? Another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave those kids alone. Another brick in the wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
do it again. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? You, with a grey shirt, stand still, lady. COVID, you don't hear that anymore. Zuka Bay, Zuka Bay, Zuka Bay. I don't want to beg for it. Okay, I'll do it. I'll do it because I'm a sucker for live music. I just love it. And I know a lot of people are missing it right now. And I know I'm really missing playing in front of people. I love to play, and I'm working on a new album. If you want to, you can download my new album right now. It's on iTunes. It's called Lion's Dawn, like LionsDawn. I'm getting the CDs printed up pretty soon, so you can actually have a physical CD. But you can download it on iTunes right now. It's about $5 or something like that. So if you want to support some live music, that's how you do it, you know? You got to buy those guys CDs and t-shirts, merchandise. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin,
begin to make it better. And anytime you feel the pain, hate you to refrain, don't carry the world upon your shoulder. Cause you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. La la la. Sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for some. Yeah.
And you guys on the couch, keep rocking. Thank you very much. Donnie Box, I'll say goodnight. Love you. Peace and love. Spread the word. You can do it. Thank you.